Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Manchmal ist es so, dass es für Filme gar keine Presseverführung gibt. Und das ist blöd, weil wir echt gern ganz schön viele Filme sehen wollen. Und da sind manchmal auch Filme dabei, auf die haben wir so richtig Bock, aber man kommt da irgendwie nur ganz schwer ran, beziehungsweise vorab ganz schwer ran. Und man muss dann irgendwie gucken, ob man sich die nicht privat gibt. Das haben wir in dem Fall getan, Dom und Pascal, zum Film They Shall Not Grow Old. Ich glaube, das ist ein Film über den Ersten Weltkrieg, beziehungsweise eine Dokumentation, wo man original schwarz-weiß Aufnahmen in grau und grisselig genommen hat und die jetzt nochmal ja, eben kolorierte und auch ein bisschen schärfer gemacht hat im Nachhinein. Das ist ein Film, an dessen Regiespitze und eben auch als Produzent tätig Peter Jackson steht. Und das, finde ich, sind allesamt Gründe, warum man da mal einen genauen Blick riskieren sollte. Und mich wundert es wirklich, dass wir hier keine Presseverführung oder andere Ansprechpartner großartig bekommen haben. Also es war nicht möglich, den Film vorab zu sehen, obwohl wir hier eben, also wir hatten Ansprechpartner, aber es war tatsächlich selbst denen nicht möglich, hier irgendwas zu machen. Nun sind eben Dom und Pascal privat ins Kino und wollten es sich nicht nehmen lassen, über den Film zu sprechen. Im Anschluss gibt es dann noch was fürs Heimkino, auf das der ein oder andere da draußen wahrscheinlich schon länger gewartet hat. Die Rede ist von Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich kenne nur die Comicvorlagen, die es dazu unter anderem eben auch beim deutschen Panini Verlag gibt. Und hier treffen zwei Franchises aufeinander im Rahmen eines Crossovers, auf das ich echt ein bisschen Bock hatte. Im Regelfall sind Crossover dieser Art gern mega absurd und auch haben die unbedingt so einen Mehrwert, sag ich mal. Aber hier könnte das ein bisschen anders gewesen sein, denn netterweise waren Marc und Patrick bereit, sich diesen Film privat zu kaufen. Das haben sie, glaube ich, auf iTunes gemacht, da erscheint er immer sehr zeitnah und haben den hier für euch besprochen, hat eine FSK ab 12 und ich glaube, das könnte ganz fluffig geworden sein. Hört da unbedingt mal rein. Und im Anschluss gibt es dann noch ein Doppel zu einem Heimkinostart von Pascal und Stu. Genau genommen war es wieder so, dass hier bloß der Pascal den Film Piercing gesehen hat. Den wollte er unbedingt haben. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, das ist wieder so ein Genre-Ding, wo man echt Bock drauf haben muss. Der ist jetzt hier in der Uncut-Fassung in Deutschland erschienen. Und du war so freundlich, Pascal zu Piercing zu interviewen. Der hat eine Altersfreigabe ab 18, ist von einem Eispickel auf dem Cover. Es könnte ganz spannend werden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Seid ihr wie immer herzlich eingeladen, uns eben solche zu hinterlassen. Haben euch die Filme gefallen? Haben euch unsere Besprechung gefallen? Wie gefallen euch unsere Filmkritiken generell? Welche Form von Filmkritiken, also Solos, ebenso moderierte Doppel oder gar größere Gruppen? Was gefällt euch da am besten? Hinterlasst da mal Feedback. Vielleicht wollt ihr selbst ja mit mal dabei sein beim Telestammtisch. Ja, das schreibt ihr uns dann dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Unsere Crew wächst ständig. Allein schon, was ich gerade aktuell in München an Kollegen am Start habe, sind fast 10 Leute, die auch Presseverführungen besuchen. Das ist schon echt beeindruckend und ich freue mich immer, wenn da noch ein paar neue Gesichter und Köpfe und Namen hinzukommen. Nun also, ja, zum dritten Mal, glaube ich, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films They Shall Not Grow Old, beziehungsweise der Dokumentation. Ich bin der Dom und ich bin, wie könnte es anders sein, nicht alleine. Ich habe den Pascal an meiner Seite. Hallo. Ja, inzwischen ein alteingesessener Kollege von Movie Break. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns auch so langsam einpendeln auf wahren Begebenheiten. Ja, stimmt. Schon der dritte Film jetzt hintereinander, ne? Ja, und auch irgendwie immer nicht unbedingt allzu leichte Kost. Weiß ich nicht, gibt doch bestimmt irgendwelche Adam Sandler-Filme da draußen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und wahrscheinlich Waterboy. Okay, ja. Das sollte reichen, um an das Thema hier heranzuführen. Pascal, ja. Um unseren altbewährten Running Gag wieder aufzugreifen, erzähl doch mal in aller Kürze, worum es heute geht. Ja, es geht um den Dokumentarfilm They Shall Not Grow Old von Peter Jackson. Den könnte man vielleicht kennen. Der hat so kleinere Produktionen wie die Herr-der-Ringe-Trilogie oder auch King Kong gemacht. Und der hat sich jetzt an eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg gewagt, in der es nicht nur um die Grabenschlacht an der Westfront geht, sondern auch um die Kriegsvorbereitungen. Und dafür hat er von dem Imperial War Museum 100 Stunden Bild und 600 Stunden Audiomaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Größtenteils ungesehen und unveröffentlicht und hat daraus einen sehr außergewöhnlichen Dokumentarfilm geschneidert.
Geschneider trifft es wirklich. Ja. Wobei man jetzt kurz anmerken muss, das ist tatsächlich nicht seine erste Dokumentation. Er hat ja, glaube ich, in den 90ern hat er diese Mockumentary gemacht, Lost Silver oder Forgotten Silver, kein Oscar für McKenzie. Das war allerdings eher eine Mockumentary. Genau. Also schon was anderes als das hier. Genau. Ja, ist ein durchaus wirklich gewagter Ansatz, den er hier verfolgt hat, weil, also wer vielleicht mitbekommen hat oder vielleicht auch mal einen Trailer gesehen hat, das Besondere an dieser Dokumentation ist eben, dass er das Material nicht nur restauriert und aufpoliert hat, sondern auch noch koloriert und vertont an einigen Stellen. Und auch noch konvertiert, ne? In 3D. Und konvertiert, ja. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt nur in 2D gesehen und reicht. Ja, also klar, das wird jetzt irgendwie kein billiges Pop-Out 3D sein, aber ja, gut, ich muss zugeben, an der Stelle sehe ich es dann vielleicht doch ein bisschen als grenzwertig, so eine Doku halt wie so ein Eventfilm zu verkaufen. Ja, wobei ich mir da vorstellen könnte, dass der 3D-Effekt halt vor allem auf die Farben und auf die Tiefen geht, ne? Ja. Und jetzt nicht so als Zirkusshow. Das Interessante ist ja auch schon am Anfang des Films, dass man eigentlich auch ziemlich lange zum Lachen gehalten wird, weil der Film beginnt in Schwarz-Weiß. Genau. Und auch nur, ich glaube, es ist nicht mal Letterboxd-Format, es ist wirklich relativ schmal. Und ja, als würde man eine Doku auf einem etwas kleineren Fernseher gucken, die man wiederum auf einer großen Leinwand sieht. Genau, genau. Die Doku beginnt ja auch sehr klassisch, ne, mit diesen Talking Heads, die da... Genau. Eingebindet werden und bestimmte Ereignisse kommentieren. Meistens, in den ersten 25 Minuten ist es ja nur die Vorbereitung und die Ausbildungszeit, ne? Genau, und die August-Euphorie vor allem. Genau. Da ist ja ab dem 4. August ist ja Kriegsbeginn und genau. Es kommt zum Beispiel auch sehr gut durch, dass die Soldaten beziehungsweise die Jungmannen, wie das immer so schön heißt, die eingezogen werden, dass die gar nicht wirklich wissen, was da abgeht. Also da heißt es am Anfang nur, ja, da wurde halt irgendein Typ erschossen in Sarajevo und irgendein Typ ist halt der österreichische Thronfolger gewesen. Und sie hatten da aber nicht wirklich einen Schimmer von, sage ich jetzt mal. Es kommt aber sehr gut durch halt diese August-Euphorie. Das hat mich halt sehr an, das naheliegendste Beispiel ist halt Im Westen nichts Neues. Wollte ich gerade sagen, also wenn man diese Verblendung mal gerne filmisch aufbereitet sehen möchte, dann schaut man sich Im Westen nichts Neues an von 1930. Ja. 1930, glaube ich, ja. Genau, auch sehr empfehlenswert zu dem Thema. Aber nach den 25 Minuten kommt der Clou. Ja. Und ich meine jetzt in der Peter Jackson-Dokumentation. Nach 25 Minuten kommt der Clou. Und ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt doch nicht. Und vom 4:3-Format geht es nicht nur ins Breitbild, sondern auch das Schwarz-Weiße wird durch kolorierte Aufnahmen ausgetauscht. Genau, und zwar direkt an der Front. Genau. Also ich muss zugeben, also du hattest mir ja im Vorhinein schon erzählt, wann das kommt. Ja. Obwohl es dann doch eher war, als ich dachte, weil du hattest immer erst mal eine Dreiviertelstunde. Ja, ich hab mich vertan. Ich habe gedacht, dass es wirklich 40 Minuten dauert, aber es sind nur 25. Ja, das wäre dann schon hart gewesen. Ja. Ich muss zugeben, das erste kolorierte Bild, ich war wirklich völlig von den Socken. Ja. Es sah aus wie, man kann es wirklich sagen, es sah bald aus wie ein moderner Spielfilm dazu. Ja. Also unfassbar. Du hast zwar schon eine gewisse Unschärfe im Bild. Ja. Und auch so verwaschene Texturen, sage ich jetzt mal. Aber das wirkt wahnsinnig authentisch und greifbar tatsächlich. Ja. Also spätestens an dem Punkt wirst du wirklich völlig reingezogen in diesen Film. Ja, da ist auf einmal so die Distanz zum Historischen weg, ne? Oder zum Dokumentarischen auf einmal. Ja. Es wirkt nicht mehr so wie Bilder aus der Vergangenheit, sondern es wird auf einmal ganz unvermittelt, ne? Es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an den, ich weiß nicht, wenn du dich an den Anfang von Peter Jacksons King Kong erinnerst, der hat in den ersten Minuten auch so dokumentarische Aufnahmen von der großen Depression in New York. Und so ähnlich ist das hier tatsächlich auch. Aber stimmt schon, also die Distanz ist halt weg, weil du hast halt, wenn du halt so eine Doku im Fernsehen siehst, denkst du dir halt, ja, ist ja alles ewig her. Und antik, alles antik. Genau.
diese Zeitraffer-Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die wirken ja auch manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Also vor allem hier ist dann eine Szene, wo sie irgendwie alle in die Hocke gehen und dann anfangen zu hopsen, so im Gleichschritt. Ja. Und das wirkt halt aus heutiger Sicht schon unfreiwillig komisch. Aber das verschwindet dann wirklich komplett aus diesem Film und du bist einfach wirklich völlig im Geschehen. Du bist wirklich im Schützengraben und ich finde, das Besondere an dieser Doku ist, also es ist und bleibt eine Doku, schon allein so von der Herangehensweise, dass halt die Bilder sprechen und dann letzten Endes diese Talking Heads einen über den ganzen Film begleiten, die auch völlig, völlig gesichtslos sind. Ja. Aber dadurch wird halt so diese Gesichtslosigkeit und die Anonymität des Krieges wird halt sehr gut rübergebracht. Aber ich finde, es ist eine Dokumentation, die Jackson mit cineastischen Mitteln erzählt, tatsächlich. Ja, allein schon durch diesen Kniff, ne? Weil dadurch wird die Dokumentation ja auch effektreich, ne? Auch wenn das Wort effektreich jetzt so ein bisschen reißerisch klingt, aber die ist natürlich sehr effektiv inszeniert auch, ne? Ja, vor allem sehr auf den Punkt. Es sind eigentlich nie irgendwelche Sequenzen, wo du das Gefühl hast, dass jetzt einfach nur das da ist, um da zu sein, sozusagen. Und du hast, was sehr schön ist, dass die, also die eigentlichen Kriegshandlungen, die ja gar nicht so einen wahnsinnigen Platz einnehmen in dem Film, eben wie es auch wahrscheinlich an der Front gewesen ist, die werden dann ersetzt mit wahlweise Karikaturen oder Zeichnungen aus der damaligen Zeit. Ja. Bei den Karikaturen fand ich vor allem sehr interessant, dass die zeigen zwar Sachen, die im Schützengraben sind, aber die stellen es dann wahrscheinlich für das Volk, was draußen ist und das halt diese Karikatur in der Zeitung liest, stellen sie es halt viel harmloser da in Anführungsstrichen, als es ist. Beschönigend, ne? Beschönigend, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Wobei der Film selber nie beschönigend wird. Also ich war sehr überrascht, dass der an einigen Stellen tatsächlich ziemlich heiter ist, weil halt eben gezeigt wird, was die Soldaten eben so machen. Das ist ja bekannt, dass ein Großteil des Krieges besteht ja eigentlich nicht aus den eigentlichen Kampfhandlungen, sondern aus dem Warten. Und der Film zeigt sehr ausführlich, was die Soldaten halt so machen, um sich die Zeit zu vertreiben, beziehungsweise auch motiviert zu bleiben. Da fördert Jackson dann durchaus so heitere Anekdoten zutage. Also da ist zum Beispiel die Rede von so einer Latrine, die irgendwie eingebrochen ist und also halt mehr oder weniger improvisiertes Klo. Und da sind dann welche reingefallen, die haben dann angefangen, die mit ihren Bajonetten da aus diesem Loch zu fischen und so weiter und so fort. Und diese Unschuld kommt zwar auch immer wieder durch, wird aber dann eben halt hart gebrochen durch die eigentlichen Kriegshandlungen. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Das hast du am Anfang halt durch diese August-Euphorie, die halt sehr, sehr schnell abebbt, wenn die mit diesem wirklich strengen Drill der Surgeons konfrontiert werden. Also es ist da zum Beispiel einmal die Rede davon, dass sie Übungen haben, eine Schießübung, die sich nennt die verrückte Minute, wo sie innerhalb von einer Minute 10 Schüsse abfeuern müssen. Also alle 10 Sekunden einer, also halt schon wirklich Präzisionsarbeit. Es wird dann natürlich auch rausgestellt, dass viele minderjährig mehr oder weniger sich verpflichtet haben. Also da sind welche bei, die waren anscheinend gerade mal 15, 16 und das Mindestalter waren ja zumindest 19 Jahre. Und da haben sehr viele gecheatet, weil sie halt das Gefühl haben oder hatten, dabei sein zu müssen. Ja. Also viele umschreiben das auch wirklich so, als wenn sie jetzt irgendwie in so ein, in so ein Sommercamp oder so fahren oder würden. So ein Festival, ne? Ja, genau. Und diese Stimmung kommt dann auch an der Front immer wieder auf. Also bei diesen, wirklich Rumdrucksereien, die da betreiben. Aber es wird dann halt von der Stimmung immer wieder hart gebrochen. Also Jackson neigt nie dazu, das Ganze irgendwie zu verharmlosen. An manchen Stellen hat man wirklich das Gefühl, mein Gott, die haben ja die Zeit ihres Lebens. Aber es wird immer wieder hart gebrochen. Und zwar wirklich von einer auf die andere Minute. Und da ist dann halt auch wirklich diese Unmittelbarkeit, dass man halt von jetzt auf gleich von der Granate erwischt werden könnte. Naja, und dadurch erschließt er halt auch neue Bildwelten, ne? Wie wir den Ersten Weltkrieg sehen. Also in solchen Bildern haben wir das halt bisher noch nicht gesehen, einfach, ne? Ich finde es tatsächlich auch interessant, dass, ich kann mich erinnern, ich habe auch mal einen Roman gelesen, da kommt der Erste Weltkrieg vor und da verpflichtet sich die Hauptfigur und sagt dann, ja, ich will in den Krieg ziehen. Mhm. Und Ausmusterer oder was auch immer sagt dann zu ihm, ja, jetzt reden Sie doch nicht von dem Krieg wie von einem Ort.
Es ist eher eine Art Zustand. Aber hier finde ich interessant, dass Jackson so diese beiden Begriffe Ort und Zustand auf einen Nenner kriegt irgendwo. Okay. Also man hat das Gefühl, dass die da teilweise so in ihrer eigenen Blase leben. Und irgendwann, wenn dann natürlich gegen Kriegsende diese Blase dann auch aufplatzt, fand ich halt sehr interessant, dass sie erst bis zum geht nicht mehr darauf gehofft haben, dass es endlich vorbei ist. Also man merkt am Ende wirklich auch, dass die auf Deutsch gesagt keinen Bock mehr haben, dass sie nur noch wollen, dass es vorbei ist. Aber als es dann vorbei ist, fühlen sie sich total leer und verloren. Ja. Na, das fand ich tatsächlich auch sehr stark. Und der ganze Film endet dann ja auch mit einer Anekdote, dass irgendjemanden, also halt ein Überlebender, dass er nach Hause kommt und sich zum ersten Mal dann wieder ein normales Bett gelegt hat seit Jahren. Und am anderen Morgen hat ihn seine Mutter auf dem Boden schlafend aufgefunden. Ja. Ne? Schön, schöne Anekdote. Das ist sehr, sehr bitter tatsächlich und es trifft es sehr auf den Punkt. Und nochmal so generell zu dieser Idee von Distanz, die man ja normalerweise hat. Du hattest ja auch, glaube ich, in deiner Kritik geschrieben, dass es durchaus problematisch ist, weil, oder man es als problematisch sehen kann, weil letzten Endes ist die Frage, ob überhaupt irgendein Film rüberbringen kann, wie das damals war. Das ist ja das grundlegende Thema, wenn du dich mit Kriegsthemen auseinandersetzt. Ne? Ja. Was bei der Peter Jackson-Doku jetzt noch ein Problem ist, ist einfach, dass die spekulativ ist. Die ist in jedem Moment spekulativ, weil die Talking Heads nicht zu den Bildern passen. Mhm. Und damit meine ich, dass die Veteranen, ich glaube, da wurden 120 Veteranen befragt, Szenen kommentieren, wo sie selber nicht dran teilgenommen haben, wahrscheinlich. Mhm. Und aber das zeigt halt auch, wie allgemeingültig das einfach ist, ne? Weil alle Soldaten irgendwie die gleichen Erfahrungen gemacht haben, ne? Der Krieg ist immer gleich. Und was dazu noch spekulativ ist, ist einfach, dass Peter Jackson ja auch noch eigene Klangebenen hinzugefügt hat, um das Geräusch des Krieges oder erfahrbar zu machen. Also sowohl die Soldatengespräche als auch das Kriegsgetöse. Mm. Und hat es sich so angehört? Weiß ich nicht. Könnte es so sein? Ja. Also ich muss da auch zeitweise daran denken, vor 2 Jahren kam ja hier Dunkirk ins Kino. Und da haben ja viele Veteranen gesagt, der Film sei lauter gewesen als das eigentliche Ereignis. Ja, das ist einfach so, ne? Das ist jetzt hier auch der Fall. Das ist einfach, es ist einfach spekulativ, aber die Doku ist positiv spekulativ. Das ist keine negative, keine negative Dichtung. Ja, das trifft's gut. Ja, und natürlich kann man das kritisieren. Aber ich fand es dahingehend dann zum Ende halt interessant. Also am Ende baut der Film eigentlich sogar wieder die Distanz, die er hat fallen lassen zum Zuschauer, baut er am Ende eigentlich wieder auf. Weil am Ende sind wir wieder, also sobald sie von der Front weg sind, wechseln wir wieder in die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die natürlich auch restauriert wurden. Richtig. Aber was ich sehr interessant fand, gegen Ende wurde dieser Bildausschnitt immer kleiner. Die Distanz zum Zuschauer wurde damit immer größer. Und ich fand auch, dass der Film am Ende, also am Ende finde ich schon, dass er ins Feld führt, dass man es vielleicht doch nicht hinterfragen kann. Weil am Ende wird sehr deutlich, dass die Veteranen eigentlich nur untereinander wissen, wie das wirklich war. Dass die Familien, also entweder verstehen die Familien, denen sie das erzählen, nicht wirklich, oder aber sie wollen es gar nicht wissen, was gelaufen ist. Ja, also ich glaube, sowas versteht man nur, wenn man dabei war, ne? Ja. Das ist aber auch, finde ich, dann der Clou an dieser Doku, weil sie will einem zeitweise erzählen, dass man es theoretisch nachempfinden könnte. Mhm. Aber am Ende lautet die Botschaft, eigentlich ist das gar nicht möglich. Ja. Ne? Und das fand ich, also ich finde schon, dass er sich da am Ende dann auch nochmal hinterfragt, ohne dann jetzt irgendwie geschichtskittend sonderlich zu agieren, wie ich finde. Ja, also das wollte ich jetzt auch damit gar nicht ausdrücken, ne? Nee, klar, das ist, aber das, die Ambivalenz dahinter ist halt sehr interessant. Ja, also der Film ist, also die Doku ist zwiespältig.
Ja. Aber das zwiespältig heißt ja nicht zwangsläufig, dass es schlecht ist, ne? Aber das können wir ja jetzt in unserem Fazit nochmal zusammenfassen, glaube ich, oder? Ja, klar, gerne. Dann, du liest wahrscheinlich eh deins von Movie Break. Soll ich einfach, mein Fazit vorlesen? Das machst du eh immer, also raus damit. Ich lese es jetzt wirklich einfach mal vor. Mit They Shall Not Grow Old liefert Peter Jackson einen so zwiespältigen wie faszinierenden Interpretationsversuch des Ersten Weltkrieges ab. Muss man die technische Herangehensweise auch als kontrovers diskutieren? Wow. So entfacht der Dokumentarfilm dennoch eine ungeheure Wirkungsmacht, die auffühlt und berührt, weil Jackson seinen stetigen Fokus auf die menschlichen Schicksale bis zum Ende bewahrt. Ein im positiven Sinne spekulatives Werk. Ja, formvollendet, ne? Ja. Wunderbar. Kann ich jetzt gar nicht mehr großartig was zu ergänzen. Wieder allen Wind hier aus den Segeln genommen, Manu. Ja, man muss einfach auch noch dazu sagen, dass die Doku so zutiefst humanistisch ist, also wirklich zutiefst menschlich. Man merkt auch, dass es Jackson ein Anliegen war. Also am Ende steht ja auch nochmal eine Widmung für seinen Großvater, der irgendwie von 1910 bis 1919 bei der britischen Armee gedient hat. Genau. Ja. Und dahingehend würde ich sogar sagen, ist das fast so ein bisschen das, was, also für Peter Jackson dürfte das so ein bisschen fast das gewesen sein, was für Steven Spielberg zum Beispiel Schindlers Liste gewesen ist. Ja, also auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, so, ne? Sowohl mit der eigenen Identität als auch eben mit der eigenen Herkunft. Aber ist ja Teil der Identität dann sozusagen. Genau. Nur im Unterschied, nur mit dem Unterschied, dass They Shall Not Grow Old halt gelungen ist und Schindlers Liste nicht. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, für einen anderen Podcast, der irgendwie kommen wird. Vielleicht doch, der wird kommen. Ein Hatecast zu Schindlers Liste, ja. Okay, da freue ich mich drauf. Da brennt die Hütte. Ihn zu hören. ja, Pascal, bevor wir noch mehr schamlose Eigenwerbung machen, deine Wertung? Ja. Von 1 bis 5? Von 1 bis 5. Wir vergeben jetzt allerdings wirklich Punkte, weil ich glaube, weiß ich nicht, Patronenhülsen fände ich jetzt doch ein bisschen makaber. Okay, ich gebe, ja, was soll der Geiz? Ich gebe 4 von 5. Ah! Gut, dann kann ich mich wieder nur anschließen. Ja, doch, hat sie wirklich verdient. Es ist eine in ihrer Zwiespältigkeit interessante Doku, die auch weitaus mehr ist als nur irgendeine trockene Geschichtsstunde. Genau, und man muss auch noch einmal erwähnen, dass sie es ja wirklich schafft, auch mal wieder den Ersten Weltkrieg so ein bisschen zurück ins Bewusstsein zu stampfen, weil der Erste Weltkrieg wird ja quasi gar nicht mehr aufbereitet. Es ist ja wirklich nur Zweiter Weltkrieg, ne? Und der Erste Weltkrieg spielt überhaupt keine Rolle mehr in unserer öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das stelle ich auch tatsächlich ganz oft fest, zum Beispiel sogar bei meinen eigenen Eltern tatsächlich. Also ja, das ist einfach so. Meine Mutter weiß nicht viel über den Ersten Weltkrieg, weil ihr Geschichtslehrer irgendwann angekommen ist und gesagt hat, ja, wir haben jetzt die Auswahl und der Zweite Weltkrieg ist wichtiger. Aber um den Zweiten zu verstehen, muss man den Ersten verstehen. Ja, wir können den Film sehr empfehlen. Er läuft seit dem 27. Juni 2019 als Limited Release in den deutschen Kinos und hat nebenbei bemerkt eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Das haben wir noch nicht erwähnt. Und ist knackig kurz mit knapp 100 Minuten, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist vermutlich der kürzeste Peter Jackson-Film. Ich weiß gar nicht, wie lang seine ersten gehen. Warte, ich schau mal. Bad Taste ging 91 Minuten. Ja, gut, knapp. Obwohl, wenn man hier den Abspann abzieht, dann kommt man wahrscheinlich auf 92. Ja, er ist ungefähr so lang wie die ersten drei Filme von Peter Jackson. Und ungefähr genauso blutig. Und er ist halb so lang wie alles, was er danach gemacht hat. Richtig. Und aber das ist wirklich richtig wohltuend, dass er hier wirklich so auf den Punkt endlich mal wiederkommt, ne? Ja. Gut, damit wären wir durch, Pascal. Ja. Ja, kurz schamlose Eigenwerbung. Movie Break, geil. So, jetzt habe ich den Stu vertreten. Ja, okay. Sehr gut. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jo, tschüss. Hi, ich bin der Patrick und ich habe bei mir einen ganz netten Gast. Wer ist denn da? Ja, hier ist Marc mal wieder seit langer Zeit. Und wir haben uns jetzt hier aus einem ganz besonderen Grund quasi versammelt. Wirst du erklären, worum es geht? Ja,
Anlässlich eines unserer Lieblingscomics, Batman and the Teenage Mutant Ninja Turtles, gab es jetzt auch den passenden Animationsfilm dazu. Der kam am 13.06. raus, Genau. glaube ich. Wir beide haben uns ihn vermutlich auch gekauft. Ich habe ihn schon am 10. schauen können und das Ganze auch schon dreimal getan. Ich glaube, Patrick, du hast es doch auch mindestens zweimal schon gesehen, oder? Ja, ich musste 2, 3 Tage länger warten, weil ich auf die DVD gewartet habe. Aber ja, ich habe mir auch schon 2, 3 Mal gegeben. Genau. Und kannst du kurz zusammenfassen, worum es ging? Es geht darum, dass Shredder und die Turtles auf einmal in Gotham sind. Und gerade Shredder will natürlich mit Ooze und zusammen mit Ra's al Ghul natürlich irgendwie mal wieder Gotham zerstören, und die Turtles haben sich da erstmal eingeklinkt und wollen die beiden stoppen. Und dazu müssen sie nach anfänglichen Reibereien mit Batman dann zusammen die Superschurken bekämpfen. Genau. So, es gibt hier in dem Film so ein paar kleine Abänderungen im Gegensatz zu dem Comic. Ja. Hier ist es so, ne, dass die Turtles einfach mal in Gotham auftauchen. Das finde ich aber ziemlich schön inszeniert. Also Ja. generell können wir eigentlich zu dem Film, weil die Story jetzt schon eher eine klassische ist, könnten wir, denke ich, gleich übergehen in so eine bisschen Auswertung und Ja. na, wie uns so der Film gefallen hat. Und grundsätzlich ist der Film sehr stylisch. Der fängt auch schön durchchoreografiert und grafisch an. Und mich hat das irgendwie gleich sofort in den Film reingezogen. Ich fand halt im Vergleich zu den Comics die Optik so ein bisschen nicht unbedingt bieder, aber ein bisschen billig. Gerade wenn du dann vergleichst, wie schön detailliert diese Superman-Tasse hat, die Batman am Anfang hat, da sehen dann die Turtles in Relation ein wenig klobig aus. Also da hätten sie ruhig mehr ins Detail gehen können bei den Turtles, finde ich. Ja, na, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, weil die so schön, die haben alle einen eigenen Charakter und den haben sie eigentlich ziemlich gut im Stil rausgearbeitet. Sonst damals hatten wir ja in der Trickserie eigentlich immer nur die farbigen Bandanas und alle sahen gleich aus. Vielleicht noch andere grüne Hauttöne und hier haben sie wirklich versucht, jedem Turtle auch in der Form so ein bisschen dem zu modellieren, wie sie halt als Charakter vielleicht sind. Ja. Raphael ein bisschen stämmiger, Und Donatello ja, Raphael hat auch selbstbewusst. eine dicke Narbe, also der ist offensichtlich der Kämpfer. Donatello ist so eine Grete, würde ich sagen. Donatello, nee, Leonardo, oder? Ist das nicht? Nee, Don. Nee, Quatsch, ich verwechsel die beiden immer. Stimmt, Ja, warte. Donatello war der mit den lila Bandana. Ach ja, stimmt. Genau, der ist ein bisschen Und schlaksiger. Mikey ist halt, wie man es gewohnt ist, so der Chaot und der total verpeilte Typ, der irgendwie alles 2, 3 Stunden später rafft. Genau. Und dann ist Leonardo der Anführer. So war das, ne? Genau. Meistens ist Raphael das Alpha-Tier. Der ist Alpha-Tier, der Hund. Ja. Ja, nee, dass Raphael hier eine Narbe hat, finde ich auch sehr super, weil irgendwie zeichne ich ihn ja auch immer mit einer Narbe und ein bisschen ramponierter. Kam mir sehr entgegen. Und was dieser Stil für mich jetzt nicht ganz so gut macht, das gleicht der Humor eben um einiges dann wieder aus. Siehe zum Beispiel die Batman-Tasse, die Alfred ihm bringt, Ja, klasse, das war super. oder auch, dass die Turtles sich dann drüber lustig machen. Ja, sag mal, wieso sind hier so viele, wie heißen sie, Luftschiffe haben sie es Luftschiffe, genannt, ja? genau. Ja, ne, haben sie schön alles im Detail. Ich finde auch generell ist der Film wieder mal ein Animationsfilm, der so ein bisschen Liebe ins Detail erahnen lässt. Also gerade die Superman-Tasse und die ganzen Seitenhiebe auf das Ja. Batman-Universum, das Und macht schon Spaß. auch, dass Batman erstmal durch die Ninjas denkt, dass die Turtles von Ra's al Ghul geschickt wurden. Ich finde das einfach genial, wie er diese beiden grundsätzlich verschiedenen Figurentypen dann doch miteinander harmonieren und dann eben mit der ganzen Selbstironie das Ganze dann auffrischen. Genau, also die nehmen sich nicht zu ernst und Ein bisschen.
sagen uns quasi einfach jetzt hier nicht weiter hinterfragen, es ist einfach so, nimmt genau. es mit und wenn man sich darauf einlässt, kriegt man da definitiv einen schönen Animationsfilm, wie ich finde, einer der besseren in der letzten Zeit. Ja, die Messlatte ist da auch ziemlich hoch, aber ich würde sogar sagen, das ist für mich so einer der humorvolleren, der geht bei mir ineinander über mit Batman und Harley Quinn und diesen beiden 66er Animated Batmans, so vom Humorfaktor her ist es auf einer Schiene. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, den Harley Quinn, doch, den habe ich auch geschaut und die anderen, doch, die habe ich auch. Ja, der Film hier ist jetzt auch wirklich kein Klamauke, er ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also der Spagat zwischen Humor und Ernsthaftigkeit ist schon super. Ja, aber gerade wenn Gordon zum ersten Mal die Turtles sieht und dann meint, ach komm, ich vermisse die Zeit, an denen Kröten nicht gesprochen haben, in denen Clowns richtig lustig waren. Ja, genau. Ich freue mich so auf meine Rente. Ja. Es ist einfach so genial, wie diese unterschiedlichen Arten aufeinandertreffen. Wir haben hier auch Damien. Also die Version, das Kind von Talia al Ghul und Batman. Bruce Wayne, genau. Also sind wir hier quasi also auch zeitlich gesehen ziemlich aktuell, ne? Also ja. Neueren Robin gibt es ja nicht. Wir haben hier einen ziemlich aktuellen Kanon auch, dass das mit Talia al Ghul noch behandelt wurde. Wir haben hier einen Pinguin und jeder, der weiß, was das Ruß auslöst, der kann sich in etwa denken, was mit dem Us passiert, wenn es denn nach Arkham gelangt. Genau. Ja. Ich würde auch nicht so viel verraten, denke ich. Nee, aber gerade da kann man sich dann ausmalen. Also jeder, der weiß, was Us ist, weiß, was da passiert. Genau. Ich will jetzt auch nicht großartig da Gags vorwegnehmen. Aber ich fand das schon ziemlich rund. Genau, was wir vielleicht sagen können, ist, die klassischen Charaktere wie der Joker, Harley Quinn, Two-Face, Mr. Freeze, Bane und der Pinguin, die tauchen natürlich auf und jeder kriegt hier sein Fett weg im wahrsten Sinne. Ja. Und bis auf den Joker, also der Joker, der war optisch jetzt nicht so toll. Also das ist eher der schwächere, ein schwächeres Design von einem Joker, finde ich. Alle anderen Figuren, damit konnte ich mich arrangieren. Bei mir ich hab so ein bisschen so mal mit Bane gehangelt, weil da dachte ich, okay, na ja. Oder wie Harley dann später designt ist, da war ich auch nicht ganz zufrieden, aber ich fand die Idee nett. Ja, sie war ein bisschen kopflastig. Ja. Und man muss eben damit rechnen, wenn was in ein anderes Medium transferiert wird, dass da Zugeständnisse an das Mainstream-Publikum gemacht werden. Da hat sich der Comic für mich eine Spur weit freier und durchgeknallter angefühlt, auch wegen der Optik. Ja, ich weiß gar nicht, ich hatte kurz nochmal das Comic durchgeblättert. Ich glaube, die Reihenfolge ist auch eine andere, wie die Geschichte abläuft, oder? Ein wenig. Die haben sich da eben wirklich ein paar Freiheiten genommen, damit das auf seine 80 Minuten Lauflänge passt. Haben sie zum Schluss hin noch so ein bisschen was hinzugedichtet. Genau. Man kann ja vorwegnehmen, es gibt da von diesem Film beziehungsweise von der Comicreihe noch zwei Sequels und nochmal so eine Art, nicht Spin-Off, sondern nochmal so ein Crossover Batman Adventures vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, wo dann quasi die Batman Animated Series auf die Turtles Animated Series trifft. Ui. Das ist dann noch so ein bisschen cartooniger und kinderfreundlicher. Also wenn sie noch dazu Fortsetzungen rausbringen wollen, wird dem nichts im Wege stehen. Und das Ganze widerspricht ja auch nicht dem Verlauf von dem zweiten Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Band. Ja. Es gibt jetzt nur noch eine Abspannszene, die bringt dann auch so, noch so eine gewisse Änderung mit sich. Aber da wollen wir auch nicht groß spoilern. Na, was ich nicht schlecht fand, ist, dass sie damit quasi die 80er Batman-Film zitieren, also den 1989er. Ja, fand ich nicht schlecht. Hätten sie ruhig bei der einen Szene belassen können, nicht so weit, nicht so viel hätten zeigen müssen. Ja, das meinte ich ja. Ja. Das meinte ich ja. Die haben das ein bisschen zu sehr ausgereizt, weil sie vielleicht ihre Vorgabe hatten. Hier, das muss ein 80-Minuten-Film sein, wenn da jetzt Batman und die Turtles aufeinandertreffen. Im Prinzip kommt auch jeder Batman-Bösewicht
drin vor. Turtles Bösewichte kommen jetzt nicht wirklich viele vor, aber das könnte sich ja auch im Sequel ändern. Da ist es ja dann so, dass Batman dann nach Manhattan kommt Ich und glaube, ich, da also, aushelfen muss. ja, wen ich vermisst habe, ist Casey. Der hätte schön gepasst noch. Casey Jones fehlt, April O'Neil fehlt, Martha Splint hat mir gefehlt, aber das könnten sie ja im Sequel aushebeln. Ja, vermutlich, ne? Generell, also hast du das auf Englisch geschaut oder auf Deutsch? Ich hab's mir einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch angeschaut. Die deutsche Tonspur ist jetzt auch nicht verkehrt. Genau, also wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade darauf hinaus, weil ich schaue das natürlich nur auf Deutsch, weil lesen und Bilder gucken ist für mich immer sehr schwer. Und deswegen kann ich sagen, dass die deutsche Synchro also ziemlich hochwertig produziert wurde. Also man erkennt diverse Synchronstimmen Ja. und man kann dadurch auch ziemlich gut abtauchen in die Story. Ich glaube, die Batman-Synchronstimme ist dieselbe wie immer, oder? Genau, ja. Und Harley ist auch ziemlich verdächtig ähnlich und der Joker, die hat man auch schon des Öfteren gehört. Und mir fällt das gerade in dem Zeitalter auf, wo man Filme und Serien möglichst schnell wegsynchronisieren muss, dass das irgendwie so ein bisschen schludrig wirkt. Hier wirkt schon so, als hätten die ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt. Also es Genau, es wirkt auch wirkt. wirklich gut abgemischt. Ja, auf jeden Fall. Also generell auch. Ich weiß gar nicht, wie ist die Altersfreigabe? FSK 16 oder 12? Nö, die ist FSK 12. Hab Dafür ist ich es bis. schon Ja. genau. Dafür siehst du schon ein paar Knochen brechen und ein bisschen Blut spritzen, wo ich Ja. dann dachte, okay, ja. Genau, es gibt so ein, zwei Stellen, wo ich auch dachte, so, hui, ne? Das für so einen Animationsfilm auch nicht verkehrt. Das kennt man natürlich aus den Animationsfilmen aus Japan. Da ist man das gewohnt, dass es ein bisschen expliziter wird. Und hier bei Batman. Ja, selten der Fall, aber ich mochte es. Vielleicht hat man sich da aber auch gedacht, er kämpft gegen Schildkröten und gegen sonst was. Vielleicht ist es dann im Kontext so ein bisschen abgemildert, dass man gesagt hat, hier, die Gewalt ist nicht gegen Menschen, das ist gegen irgendwie was anderes mit diesen Paragraphen. Also ich kenne mich da nicht zu 100% aus, aber sobald es menschenähnlich ist, klatschen die da FSK-mäßig ordentlich drauf. Hier haben sie es wahrscheinlich ein bisschen anders begründen können. Es gab ja zwei Szenen mit Ra's al Ghul und Shredder, die waren schon sehr explizit. Ja. Das war, ich weiß gar nicht, wo es war. Es war, glaube ich, war es in irgendeinem Museum oder war das in dem Wayne Tower? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Generell ist der Film schon deutlich drüber, was Gewalt angeht, was man gewohnt ist. Ich mochte es, passt halt zum Setting und die Kämpfe waren generell auch schön. Choreografiert, wenn man das so sagen kann, bei Ja. Animationstrickfilmen. Und das war schon eher der klassische animierte Batman aus der alten Batman Animated Series Zeit. Ich habe mich Genau. da schon wieder direkt gewundert. Ja, die brauchen sich nicht übergeprellte Rippen wundern, wenn sie da in ihren Schlafanzügen rumturnen und sich bekämpfen. Dachte ich dann kurz. Also da merkt man, ja, man wird älter, man wird zynischer. Früher als Kind habe ich das nie in Frage gestellt. Irgendwann war das für mich einfach logisch, dass Batman in einem verdammten Ganzkörperpanzer rumläuft und deswegen nicht ganz so ramponiert ist. Ja, aber ich mochte es. Es hat mich wirklich auch Ja. gleich in die Animationsserie. Also Ja. es wirkte alles, dieser ganze Ton, die Stimmung war alles schon so ein bisschen, wie man es damals gewohnt war. Und das, denke ich mal, kann man hier auch positiv hervorheben für den Film. Generell finde ich den wirklich sehr gelungen und würde den eigentlich auch jedem Fanboy empfehlen. Egal ob Turtle oder Batman. Jeder kommt hier auf seine Kosten und Ja. gerade. Also spätestens wenn Mikey dann, das können wir ja kurz sagen, als Batman reitet auf den klassischen T-Rex, den man auch kennt. Ja. Also gerade die Stellen sind halt super und ich glaube. Gerade diese Szenen, wenn Mikey so aufs Batman-Universum trifft und ihn das alles so richtig flasht, obwohl er eigentlich kämpfen müsste, das sorgt wirklich für viele Lacher. Genau, also es generell das ganze Gotham-Universum. Wie er Ja. das so hinterfragt und wie cool er es eigentlich findet. Das macht echt Spaß. Und ja, der Film lief, wie lange hast du gesagt? 80 Minuten? Ja. Genau. Und ja, möchtest du eine Empfehlung aussprechen oder schon eine Ja, Wertung? ich kann da auch auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Selbst wer die Turtles nicht mag, das Ganze nimmt sich mit so einer Selbstironie, ohne dass es ins Lächerliche abdriftet.
Aber beide Seiten kriegen genug Fett weg, dass man sowohl als Batman als auch Turtles-Fan dabei richtig Spaß haben kann. Genau. Ich würde einfach schon mal kurz meine Wertung geben. Ja. Jetzt habe ich die natürlich vergessen. Ich habe sie mir natürlich in eine Letterbox hinterlegt. Ja, vermutlich habe ich eine 4 von 5 gegeben, weil er jetzt auch beim dritten Mal schauen schon wirklich immer noch Spaß macht. Er hat jetzt nicht wirklich Längen. Und gerade weil die Synchro so gut ist, der Humor so toll ist, die Musik eigentlich auch sehr passig ist, finde ich den hier wirklich schon sehr gelungen. Kommt nicht ganz an die Dark Knight Returns zwei Teile daran, aber ist definitiv gleich darunter. Und ja, also eine 4 von 5 ist ja für mich auf jeden Fall. Bei mir ist es eine 3,5. Ich habe den nochmal danach mit Kumpels gesehen. Bei denen kam der ähnlich gut weg. Die haben auch erstmal nach dem anfänglichen Naserümpfen dann, ja, sich da ziemlich schnell gefangen und waren da auch ziemlich begeistert von. Ja. Also ja, ich würde ihn jetzt nicht unter The Dark Knight Returns ansetzen. Das ist ja wirklich ein Klassiker, der da ein richtig schönes grafisches Update bekommen hat im Vergleich zu dem, was Frank Miller da hingekritzelt hat. Ja, ich bin kein großer Fan von ihm, aber er siedelt sich definitiv in den besseren Animateds an. Da gab es schon deutlich schlimmere Rohrkrepierer. Genau. Ja. Also ja, ist für mich auch eine Empfehlung an jeden, der mal wieder einen spaßigeren, weniger düsteren Batman haben will. Ach, so wenig düster war er gar nicht. Ich fand die Mischung echt super. Da kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Der düsteren will, kommt da auf seine Kosten. Und der so ein bisschen was locker flockiges haben will, kriegt halt durch die Turtles da so ein bisschen was rein. Und das ist eigentlich schon echt optimal. Ja, also wie gesagt, wir fanden es beide richtig cool Genau. und wir wurden dann angesprochen, sag mal hier, wenn ihr das gut fandet, macht doch eine Besprechung. Ja, klar, gerne. Genau. Also. Und vermutlich werden wir demnächst wieder hier sitzen, weil ich glaube, Hush steht als nächstes an. Oh ja. Und das ist ja auch so ein eine klassische Batman-Story, die ziemlich durch die Decke ging damals. Und ich hoffe, dass er gut wird. Der Zeichenstil ist jetzt eher nicht so doll. Wir gucken mal. Ja, schon allein wegen der Comicvorlage werden wir uns das ansehen, aber das meinte ich ja mit meinem Kritikpunkt an bei vielen der Animated-Filme. Da fängt dann die gute Story oder sonst was irgendwie diese etwas billigere Optik auf. Also der letzte Batman-Film, der optisch so richtig der Knaller war, war für mich zum Beispiel Batman Ninja. Also da haben sie sich von dem Style her auch wirklich richtig, richtig Mühe gegeben. Dafür war die Story eben richtig übelst konfus. Ja, ich habe mir den noch nicht angeschaut. Das liegt aber auch am Stil. Ich habe Ja. Angst. Ich habe einfach Angst. Ich kenne jemanden, der hat das Ding abgebrochen, weil es ihm zu abgedreht war. Ja. Naja, es ist ein Experiment gewesen, ne? Ja. Und ja, vermutlich hören wir uns dann bald wieder. Entweder Und bei den Angry Film Fans oder bei einer der nächsten Besprechungen. genau. Und wir sind ja beide nicht ganz so untätig. Also, bis demnächst, würde ich sagen. Genau, wir hören uns, ne? Bis dahin. Tschüssi. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Piercing. Der ist bereits am 28. Juni auf DVD und Blu-ray erschienen und hatte keinen offiziellen Kinostart. Er hat eine Laufzeit von 81 Minuten, FSK 18 Freigabe und ist die zweite Regiearbeit von Nicolas Pesch, der hat zuvor gedreht wie Eyes of My Mother und dreht aktuell das neue Grudge Remake. Der Film ist besetzt mit Christopher Abbott, Mia Wasikowska, Leila Costa und Wendell Pierce. Und damit hört mein Wissen auf. Ich habe den Film mich nicht gesehen. Aber der Pascal hat ihn gesehen. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, kannst du unseren Hörern kurz eine Handlungsbeschreibung geben? Ja, kann ich machen. Und zwar geht es da um einen jungen Mann, der endlich seinen ersten Mord begehen möchte und seiner Frau sagt, dass er auf Geschäftsreise ist und sich in ein Hotelzimmer einmietet, wo er sich eine Prostituierte bestellt, die er dann
umbringen möchte, nachdem er minutiös einen Todesplan erstellt hat. Es dauert dann auch nicht lange, bis die junge Dame bei ihm im Hotelzimmer ankommt. Aber ja, der Plan geht nicht so ganz auf, denn die Frau ist auch mit einigem Wasser gewaschen, um es mal so zu sagen. Ich habe den Trailer vorab jetzt nochmal gesehen. Okay. Und der suggeriert so ein bisschen, dass das eine schwarze Komödie ist. Das stimmt. Also der ist wirklich sehr humorvoll und spielt auch sehr konsequent mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Denn oftmals, ja, man muss ja dazu sagen, der Nicolas Pesch hat ja mit dem The Eyes of My Mother so einen kleinen, ja, der hat ja schon einen Bass gehabt, ne? Also man hat ja schon von dem Film gesprochen, das ist ein Horrorfilm, der ist hart, ist auch noch schwarz-weiß, ist Kunst also. Und den mochte ich ja nicht sonderlich, sein Debütwerk. Das hat mir nicht so zugesagt. Das war so Kunstwichserei. Das kann man übrigens aktuell bei Netflix gucken, als kleine Info. Genau, da habe ich ihn auch vor Piercing nochmal geguckt, beziehungsweise das erste Mal geguckt und dachte mir, okay, ja. Piercing ist da wirklich geschmeidiger und deutlich kurzweiliger. Und ja, es ist eine schwarze Komödie, die ja so ein bisschen durch die Genre springt. Also man kann den gar nicht so richtig kategorisieren. Der hat klare Vorbilder. Das wären Dario Argento, Brian De Palma und Alfred Hitchcock. Das sind so die drei Namen, die hier immer wieder deutlich gemacht werden. Aber zu sagen, dass das ein Horrorfilm ist, geht zu weit. Zu sagen, dass das nur eine schwarze Komödie ist, stimmt auch nicht. Und das macht es ja auch interessant, weil er irgendwie nicht so leicht zu greifen ist, aber wirklich sehr unterhaltsam und auch sehr stilbewusst inszeniert. Ist es denn so, dass es, wenn man es runterbrechen müsste, so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist zwischen dem Möchtegern-Mörder und der Prostituierten? Ja, schon so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, beide haben so ein bisschen das Verlangen danach, auch mal einen Körper zu zerstören. Wer kennt es nicht, ne? Wer kennt es nicht, genau. Und der Film beginnt quasi damit, wie Christopher Abbott zu seinem Kind geht, also er hat ein Baby, mit einem Eispickel in der Hand und sich überlegt, boah, ich muss jemanden umbringen, ich hab einfach Bock drauf. Und will dann halt dieses Baby abstechen, aber in dem Moment wacht halt seine Frau auf und er denkt sich dann, unnötiger Stress muss jetzt nicht sein, fahre ich lieber in eine Stadt und kill da irgendwie eine Prostituierte. Die vermisst eh niemand. Und ja, wie er dann schnell feststellen muss, kann der Plan auch noch so minutiös aufgestellt sein. Die Realität ist da manchmal doch nochmal so ein bisschen anders. Das klingt so ein bisschen für mich, dass der Film auch relativ Spaß daran hat, so ein bisschen mit der Moralvorstellung zu spielen des Zuschauers. Ist das so? Genau. Der hat Spaß daran, so sowohl mit der Moral als auch mit der Erwartungshaltung zu spielen, ne? Weil er die immer wieder unterläuft. Also er deutet halt immer viel an, okay, jetzt kommt der große Knall, jetzt kommt's und dann passiert doch wieder irgendwas anderes. Und das Interessante ist ja, dass der Film auf einer Vorlage von dem Autor, der auch den Audition geschrieben hat, von Takashi Miike. Ja, ich will den Namen jetzt nicht aussprechen. Warte, ich versuch's. Ich glaube Murakami. Ryo Murakami. Genau, Ryo Murakami. Und auch das merkt man so ein bisschen. Die Leute, die Audition gesehen haben, und ich hoffe, das sind einige, wissen, dass das ja auch nicht nur so ein reiner, ja, Folter-Horrorfilm war, sondern da ja auch noch ein bisschen was hintergesteckt hat. Piercing hat für mich auch viel von Audition, aber er hat nicht ganz diese schockierende Durchschlagskraft. Hast du Audition gesehen? Ja, ich habe Audition gesehen. Das war es war ein guter Film, aber es ist kein schöner Film. Ja, also das kann man, genau, kann man so sagen. Worauf ich gerade so ein bisschen drauf rumdenke, ist, du hast ja gesagt, dass der mit der Erwartungshaltung spielt.
Genau. Jetzt ist das ja immer ganz nett, aber das birgt halt immer die Gefahr, dass man eventuell als Zuschauer dann trotz allem irgendwie enttäuscht wird. Weil wenn ein Film irgendwie immer wieder suggeriert, pass auf, jetzt kommt das ganz Große und dann kommt es einfach nicht, bleibt hier oft genug eine Ernüchterung oder eine Enttäuschung zurück. Wie ist es denn bei Piercing? Liefert der letztlich wirklich ab oder reicht es ihm aus, einfach damit zu spielen, uns etwas zu versprechen? Ich fand, der liefert durchaus ab, weil die beiden Hauptdarsteller, also der Christopher Abbott und Mia Wasikowska, wirklich grandios sind. Das sind so zwei Charaktere, die so von Grund auf vollkommen kaputt sind. Kaputte Menschen einfach. Und ausgerechnet an diesem Tag, in diesem Hotelzimmer, unter diesen Bedingungen treffen sich die beiden und können dann endlich ihre dunkelsten Fantasien miteinander ausleben. Und das ist ja schon sehr charmant, wie abgefuckt die beiden eigentlich sind. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Spiel mit der Moral, was du schon angesprochen hast, dass die Charaktere eigentlich total kaputt sind, aber irgendwie dennoch sympathisch, weil es nicht diese, weil sie nicht so hundertprozentig geisteskranke Psychopathen sind, sondern einfach so ein bisschen neugierig aufeinander. Wie ist denn das denn mit dem Gewaltgrad? Er hat eine FSK 18 Freigabe. Jetzt gibt die FSK ja gerne 18 Jahre Freigaben nicht unbedingt nur bei Gewalt, sondern halt eben auch bei Tabubrüchen oder halt moralischen Abwandlungen. Und das klingt jetzt sehr danach, dass es ein Piercing davon gibt. Aber was ist, wenn ich jetzt als jemand mit Kunstblutaversion diesen Film gucke? Ist das was für mich oder sollte ich das besser sein lassen? Ich fand ihn nicht übermäßig brutal. Es gibt brutale Szenen, es gibt auch Blut, aber es ist kein Gore-Fest, sagen wir es so. Also es gibt aber eine Szene, da habe ich tatsächlich weggeguckt, weil das kann ich einfach nicht sehen. Da pierst sich Mia Wasikowska selber, indem sie sich eine Nadel durch die Brustwarze schiebt. Und zeigt der Nicolas Pesch auch schön frontal. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, sehe ich nicht gerne. Das klingt so ein bisschen danach, dass er das, was wir nicht sehen wollen, zeigt, aber das, was wir sehen wollen, verbirgt, so ein bisschen. Genau, also im Prinzip dieses große Stillen des Mordverlangens, das unterläuft er halt und dafür kommen dann halt solche kleinen, aber umso härteren oder fieseren Gewaltspitzen immer wieder. Aber das Schöne an Piercing, was ich sehr gemocht habe, ist, dass dieser Film sich immer mehr zu so einer morbiden Romanze entwickelt. Also der hat schon irgendwie was Romantisches, obwohl er so abwegig ist, ne? Es klingt aktuell nach der Rom-Com des Sommers, ganz ehrlich. Ja, nach Pretty Woman 2 irgendwie, ne? Ja. Prostituierte bestellen und dann verlieben, scheiße. Pretty Woman. The True Story, ja. jetzt klingt das alles halt relativ, also für mich sehr ansprechend. Also ich bin neugierig, ich werde mir den wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage mal anschauen. Aber mal Hand aufs Herz, ist das ein Film für die breite Masse oder ist das eher so was für erfahrene Genrefans? Der ist schon sehr nischig, sagen wir es so. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, den in einer großen Runde zu empfehlen. Weil er dafür dann doch relativ eigen ist. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass es klingt jetzt so, als würde ich den rundum abfeiern. Tue ich aber nicht. Und der Grund dafür ist, dass gegen Ende, ich würde sagen so im letzten Drittel, kommt dann viel Surreales in den Film. Und dieses Surreale ist dann auch dafür da, um so ein bisschen auf das Trauma der Hauptfigur, also von dem Christopher Abbott, einzugehen. Und das war für mich auch schon ein Problem in The Eyes of My Mother, dass der eben zu viel ausformuliert hat. Das hätte es nicht gebraucht bei Piercing, fand ich. Es hat dann so ein bisschen Drive rausgenommen, weil er ist wirklich mit seinen, nach 75 Minuten rollt der Abspann und der ist wirklich super kurzweilig und hat echt auch einen geilen Rhythmus eigentlich, aber ja, dieses Psychologisieren gegen Ende, das hat mir dann nicht ganz so zugesagt. Wobei es auch wirklich nur ein kleiner Anteil ist, aber er ist halt einfach da. Ja, also das mit der Psychologisierung klingt, das erinnert mich immer so, weißt du, an diesen Klassiker, meine Mama hat mich nie gelebt, deswegen bringe ich jetzt Leute. Ja, leider ist es so. Genau, Mama. Ja, scheiße. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ganz dringend loswerden willst über Piercing? Ja, ich
kann zum Beispiel noch sagen, vielleicht sind ja Dario Argento-Fans hier, die zuhören. Also es wird der Originalscore von Profondo Rosso und Tenebrae eingespielt und noch von ganz vielen anderen Jalli der 70er. Es gibt Split Screens im besten Brian De Palma Stil und natürlich auch von der Prämisse her dieses Kammerspielartige und dass dann ständig Haken geschlagen werden und alles irgendwie nicht so funktioniert, wie es eigentlich geplant war, ist natürlich auch sehr, ja, Alfred Hitchcock-mäßig, ne? Ansonsten, nö, ich glaube, so ein bisschen Lust drauf gemacht könnte ich schon haben. Also ich werde mir definitiv jetzt die nächsten Tage mal angucken. Du wusstest gar nicht, worum es geht, oder? Wie gesagt, ich habe den Trailer nochmal gesehen, jetzt kurz vor der Aufnahme. Mhm. Den hatte ich aber auch schon vor einer gewissen Zeit schon mal gesehen, also die US-Version. Der ist ja schon relativ lange draußen, also zumindest in den USA. Genau. Aber ich konnte da nie so wirklich was mit anfangen. Also ich wusste nicht so wirklich, worum geht's da eigentlich? Was ist das für ein Film? Aber das hast du mir jetzt erklärt. Und ich weiß nicht, ob ich ihn mögen werde, aber es reicht aus, dass ich mir den jetzt wirklich mal angucken werde, weil, hey, 81 Minuten Gesamtlaufzeit, das sitzt ja mit einer Arschbacke. Ja, ist ein Snack. Ne? Ist ein Snack. Also. Ich weiß gar nicht, hast du den ersten gesehen? Also The Eyes of My Mother? Den habe ich nach 10 Minuten abgebrochen, weil ich dachte, auf so ein kurzes Gewichs habe ich keinen Bock. Ja. Oh, echt, der war echt. Puh. Ja. Naja, okay. Arthouse-Horror. Ja. Okay, so, zum großen Finale dieser Filmbesprechung brauchen wir jetzt noch eine Punktzahl von dir. Du kannst wählen zwischen 0 bis 5 Argento de Palmas. Okay, da würde ich 3,5 Argento de Palmas geben. Das klingt doch relativ gut. Alles klar. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, Pascal. Danke für deine Empfehlung. Gerne. Wie gesagt, ich gucke mir den auf jeden Fall die nächsten Tage mal an. Und wenn das scheiße ist, kriegst du das aufs Maul. Ist, ne? Ja. Ja. Ja, dann pierce ich nämlich deine Brustwarze mit meiner Faust. Oh, mit deiner Faust. Ja. Ah, zum Glück ist meine Brustwarze groß genug. Ja, ja. Wenn ihr denkt, meine Güte, diese zwei Psychopathen sind ja echt ganz coole Dudes, dann könnt ihr uns beim Telestammtisch hören oder bei Movie Break. Da haben wir auch ein paar eigene Podcast-Formate. Ansonsten war es das für Piercing. Und ich sage Adieu und Pascal, du hast das letzte Wort. Ich sag auch Adieu.